Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe, Zack, aber bis heute gab es Geister für mich nur im Märchen. Was, wenn er für das Verschwinden der Leute verantwortlich ist? Wir sind in großer Gefahr. Beeil dich! Lass uns so weit wie möglich von diesem Geist wegkommen! Okay. Die Richtung ist tabu. Da müssen wir wohl einen größeren Weg nehmen. Ich dachte... Was? Ach, das war Westturm. Ach so. Ich bin also gerade hier lang gerannt. Mist. Gut, dann andere Richtung. Auf zu Celestes Zimmer. Nein. Augen zu. Ich halte die Hand davor, keine Sorge, ich sehe nichts. Okay, gerade hat sich ein Bild geändert, aber wir müssen jetzt eigentlich noch uns kommen. Ich sehe das nur am Licht, an dem Lichtverhältnis im Zimmer. Kann ich gucken? Ja. Puh, ich will doch nichts sehen, Mann. Ein bisschen blöd, dass ich nicht immer frage, ob man wirklich einen Tipp haben will. Moment, ich erinnere mich da oben, was er das Zimmer. Hier rechts. Hallo? Ah, jetzt. Ah, will manchmal nicht so wirklich, wie ich es will. Ohne zu klopfen, natürlich. Na gut, juckt es momentan auch. Ah, wieder die Musik. Natürlich, es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn Celeste auf ihrem Zimmer gewesen wäre. Und sie hat keinen Hinweis hinterlassen, der uns sagen könnte, wo sie zurzeit ist. Langsam glaube ich, dass ich sie niemals wiedersehe. Ich kann das nicht länger für mich behalten. Lydia, ich muss dir etwas sagen. Als ich das letzte Mal mit Celeste gesprochen habe, war sie sehr krank. Du hast mit ihr gesprochen? Du kennst Celeste? Naja, nicht wirklich. Wir haben nur 2 oder 3 Mal miteinander gesprochen und... Wo ist sie? Ich weiß nicht. Lügner! Ich schwöre, ich weiß nicht, wo sie ist. Und ich wette, du weißt auch nicht, was in dieser Schule vor sich geht, oder? Zack, warum lügst du mich an? Ich lüge nicht, ich... Glaubst du wirklich, ich bin so dumm? Du hast mich angelogen, seit wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was genau du bist, aber ich weiß, dass du nicht die magische Kreatur eines Lehrers bist. Ich... Es war ein Fehler, dich aus der Holzkiste zu befreien, aber den mache ich jetzt wieder gut. Du bleibst jetzt so lange hier eingesperrt, bis du mir die Wahrheit über dich gesagt hast und darüber, was in dieser verdammten Schule vor sich geht. Versprich mir, dass du mich zuerst rauslässt. Dann erkläre ich alles. Ja. Von wegen. Okay. Ich rede erst und danach lässt du mich raus. Mein Name ist wirklich Zack. Aber ich bin nicht die magische Kreatur eines Le... Was? Jetzt sag nicht jetzt eine Vision. Ich bin so froh, dass du endlich einmal Zeit für mich gefunden hast, Vater. Dieser Blick ist atemberaubend, nicht wahr? Das ist er, meine Tochter. Ich habe in letzter Zeit vergessen, deine Gesellschaft zu genießen, meine Liebe. Ich muss etwas beichten, Vater. Aber bitte sei mir nicht böse. Normalerweise fragst du mich so etwas nur, Celeste, wenn du weißt, dass ich böse werde. Also werde ich dir nichts versprechen. In Ordnung, Vater. Ich wollte dir nur sagen, dass ich im Keller ein Porträt von Mutter gefunden habe. Wie konntest du? Ich hatte dir streng verboten, die Sachen deiner Mutter anzufassen. Ich weiß, aber ich vermisse sie so sehr. Elvanda findet, dass wir beide uns so ähnlich sehen, dass man uns für Schwestern halten könnte. Stimmt das? Deine Mutter hat ihren Frieden dort, wo sie ist. Stör sie niemals wieder. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch arbeiten. Nein! Geh jetzt nicht, Vater. Bleib bei mir.
Was habe ich ihm getan, dass er sich so verhält? Ich habe lange genug gewartet. Gib sie mir jetzt, Zack. Zack? Ja, Meister Nathaniel. Aber warum habt ihr sie euch nicht selbst genommen? Gib sie mir sofort. Endlich. Niemand kann seine Gedanken mehr vor mir verbergen. Was tut ihr da, Meister Nathaniel? Genau wie ich hast du meine Tochter niemals richtig gekannt. Ich brauche dich jetzt absolut nicht mehr. Und jetzt vergiss alles, was passiert ist, junger Nightingale. Nightingale. Zack Nightingale? Gott, wie viel habe ich denn bitte vergessen seit damals? Wo bin ich nun schon wieder? Zack? Zack, ich muss dich was fragen. Ach ja, ich habe ihn in das Zimmer von Celeste gesperrt. Besser, ich suche schnell den Weg zurück zu ihm, bevor er da drin irgendwas kaputt macht. Wie ich ihn kenne, hat er schon Scheiße gebaut. Aber okay, wo bin ich denn jetzt? Was? Ich habe sogar Teleporterplattformen benutzt in der Zeit? Okay, ich vermute mal, hier lang ist keine gute Idee. Da hier der Geist war. Über die rote Plattform rechts lang, okay. Ah, ich bin bei der roten Plattform, cool. Diese Teleporterplattform funktioniert nicht. Die ist also wirklich bei dem Geist entlang gelaufen. Okay, dann die gelbe. Gelb und dann nochmal gelb und dann grau. Gut. Ein bisschen windig hier oben. Oh. Hä? Hey, diese Kreatur sieht genau aus wie die, die über mich hinweggeflogen ist, als wir die Tür zum Studierzimmer geöffnet haben. Diese Kreatur, wie du sie nennst, ist zufälligerweise eine Eule, Lydia. Ach ja, das Labor. Zack? Wie ist das möglich? Ach da. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Lydia. Ich verdiente es wirklich, wieder eingesperrt zu werden. Du hattest recht. Ich habe dich belogen, seit dem ersten Augenblick, als wir uns trafen. Ich kann dir nicht sagen, wie leid mir das tut, besonders nach allem, was du für mich getan hast. Zack, bitte, sieh mich an. Wie bist du rausgekommen? Wer oder was bist du? Erstmal, wie bist du da überhaupt rausgekommen? Wie bist du aus Celestes Zimmer entkommen? Ich wollte dir gerade sagen, wer ich wirklich bin, als ich hörte, wie du fortgingst. Ja, ich hatte wieder eine Vision. Ich habe gekratzt und deinen Namen gerufen, aber du kamst nicht zurück. Und als ich mir überlegte, wie ich aus dem Zimmer entkommen könnte, um dir alles zu erklären, spürte ich, dass hinter mir jemand war. Nein! Du meinst doch nicht... Ja, Lydia. Der Geist der Schule stand mir Auge in Auge gegenüber. Ich versteckte mich unter dem Bett. Ich hatte solche Angst wie noch niemals zuvor. Als nach ein paar Minuten nichts passiert war, schaute ich vorsichtig nach. Der Geist war verschwunden und die Tür offen. Ich fasste neuen Mut und machte mich auf die Suche nach dir. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich fand dich im Teleporterraum. Du benutztest einen der Apparate, um hierher zu kommen, also folgte ich dir. Ja, aber mal ehrlich, wer bist du? Mal ehrlich, Zack. Wer oder was bist du? Ich bin nicht die magische Kreatur eines Lehrers und ich war auch niemals ein Drache. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Nur ein Student von Hunderten, die in dieser Akademie leben. Aber warum hast du denn gesagt, dass du ein Drache bist? Warum hast du versucht, mich zu überzeugen, du seist ein Drache?
Ich... Weißt du, wegen meines Aussehens hatte ich niemals in meinem Leben echte Freunde. Solange ich mich erinnern kann, ist das schon so. Die Kinder lachten mich aus, anstatt zu versuchen, mich kennenzulernen. Drachen sind so wunderschön und jeder respektiert sie. Ich dachte mir, dass mich die Leute, wenn ich ein Drache sein könnte, einfach respektieren müssten. Also begann ich mit der Arbeit an einem Formwandlertrank. Dann haben wir dein Notizbuch gefunden. Ja, niemand hat mich gezwungen, den Trank zu trinken, Lydia. Das habe ich ganz allein getan. Aber ich kenne das Gefühl irgendwoher, Zack, du bist nicht alleine. Okay. Aber schließlich frage ich mal vor, die wiederholt das sowieso am Ende wieder. Das erklärt immer noch nicht, warum du eingesperrt warst. Nachdem ich meinen Trank getrunken hatte, wurde ich ohnmächtig. Genau wie da, als ich den Trank getrunken habe, den du für mich gebraut hast. Als ich aufwachte, war ich in der Holzkiste eingesperrt, in der du mich gefunden hast. Und die Studenten lachten über das, was sie gerade mit mir gemacht hatten. Ein paar Minuten, nachdem sie gesagt hatten, es sei Zeit für irgendetwas, gingen sie. Und seitdem habe ich niemanden mehr gehört oder gesehen, bis du kamst. Weiß nicht, wie lange der bitte da drin war. Okay. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Celeste kennst? Weil ich, als ich sah, dass du eine neue Studentin warst, hoffte, wir könnten Freunde werden, da du mich noch nicht kanntest. Was hat das damit zu tun, dass du Celeste kennst? Alles. Ich wusste, dass du, sobald du Celeste gefunden hättest, mich sofort vergessen würdest. Zack. Also beschloss ich, Celeste nicht zu erwähnen, um deine Aufmerksamkeit zu behalten. Ich hoffte, du würdest sie vielleicht vergessen. Aber jetzt weiß ich, dass all die Lügen mich die einzige Chance gekostet haben, dein Freund zu werden. Weißt du, Zack, es ist möglich, mehr als nur einen Freund gleichzeitig zu haben. Und selbst wenn Celeste und ich wieder vereint sind, können wir Freunde bleiben. Kannst du mir jetzt sagen, was an diesem verfluchten Ort passiert ist? Ich weiß es nicht, Lydia. Ehrlich. Es muss passiert sein, während ich eingesperrt war. Hast du nichts gehört, solange du eingesperrt warst? Nein, gar nichts. Das ist alles so verrückt. Dann werde ich deine Hilfe benötigen, mein Freund. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist und versuchen, alle zu retten, wenn sie in Gefahr sind. Mein Freund, das klingt gut. Ja. Wir sollten weitergehen. Aber von jetzt an keine Lügen mehr. Du sagst mir alles, was du weißt, was uns bei unserer Suche helfen könnte. Ich verspreche es, meine Freundin. Ich glaube, wir haben ihn endlich geknackt. Was haben wir denn hier Schönes? Hier habe ich meinen Formwandlertrank gebraut. Hey, mal sehen, ob wir noch einen machen können. Oh nein, erst wenn wir ein vernünftiges Rezept gefunden haben oder herausfinden, was mit dem ersten nicht in Ordnung war. Was mich aber auch wundert, weil ich bin jetzt schon festes Wissens, er war es auch, der dem Baum die Rinde abgerissen hat. Wieso brauchte er für den ersten Trank, um sich zu einem Drachen zu verwandeln, diese Rinde, und wir nicht? Wir brauchten dafür nur diesen Samen, merkwürdigerweise. Verstehe ich auch nicht ganz. So, nochmal Karte gucken.